Hallo ihr Lieben, ich bin Steffi von Steffis Bastelecke. Als allererstes wünsche ich allen Männern, allen Vätern da draußen einen wunderschönen Vatertag. Lasst euch verwöhnen und genießt den Tag, genau. Ja, ich habe hier eine Kleinigkeit gebastelt und zwar, ja, ist das für jeden Mann, für jeden Papa, Opa, Onkel, wie auch immer. Und ja, ich habe jetzt hier diesen Spruch mit dem Stempelset Mann oh Mann gestempelt. Also ich finde dieses Stempelset wunderschön, auch mit den Bildchen drauf und den Sprüchen. Dieses Stempelset gibt es sogar noch in dem aktuellen Katalog. Also falls dich dieses Stempelset interessiert, melde dich gerne bei mir. Ja, und bevor ich jetzt zeige, was sich hier drin versteckt, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnierst, mir einen Kommentar da lässt und ein Däumchen nach oben. Genau, ich bin jetzt hingegangen, jetzt kommt das Stempelset mal hier aus dem Bild, bin hingegangen und habe was Leckeres für den Mann gebastelt. Eine Verpackung für eine Leckerei. Genau, eine flüssige Leckerei. Und ja, das habe ich jetzt hier mit einem Testpapier gemacht, weil wenn ich Dinge, Ausmesse mache, tue, da benutze ich nicht das gute Stampin' Up Papier, aber jetzt geht's einmal los. Genau, also eine Verpackung für eine flüssige Leckerei und ja, wir fangen an. Ich habe das hier schon mal zurechtgeschnitten, einmal einen schwarzen Farbkarton. Ihr könnt natürlich jede Farbe nehmen, die ihr wollt. Und zwar, drehe ich mir das einmal, hat das Papier die Größe, also habe ich reingezoomt, wartet mal, oh, gar nicht so viel. Das sah irgendwie so nah aus. Genau, die Größe 28,8 mal 23,6. Ich habe ringsrum bei 2, bei 4, bei 6 und bei 8 cm gefalzt. Und hier sieht man ja, ich hoffe man sieht es, ich nehme es mal runter, die Seite, also das ist schmaler. Ja, also innen kann man sehen, geht es hier so lang. Und auf der Seite, wo es schmal ist, habe ich nochmal bei 10 cm gefalzt, da und da. Und da oben natürlich auch da und da. So, jetzt möchte ich eine Banderole machen. Die habe ich jetzt hier in Abendblau. Die hat die Größe 20,6 x 13 cm. Ich habe auf der langen Seite bei 7,7, 9,8, 17,5 und 19,6 cm gefalzt. So sieht das einmal aus. Ihr könnt auch Designerpapier nehmen, ja, das bleibt euch überlassen. Und dann habe ich einmal in Abendblau und in Flüsterweiß mir diese Schildchen ausgestanzt. Das habe ich mit dem bestickten Rahmen gemacht. Ich arbeite da sehr, sehr gerne mit. Und ja, stempeln werde ich auch in Abendblau. Und jetzt geht's einmal los. Die Größen schreibe ich euch natürlich wieder in die Infobox. Und jetzt fangen wir einmal an mit dem Schneiden. Ich nehme jetzt die längliche Seite und zwar schneiden wir dann dieses Stück ein, wo das bei 10 cm gefalzt ist. Also so. Und dann gehe ich hoffe man kann das erkennen, von hier schräg rüber. Darüber, dann hoch und das schneide ich weg. Genau so. Du kannst ja auch eine Linie malen, wenn du dir unsicher bist. Ich hoffe, oh, Entschuldigung. Aber um das zu sehen, halte ich mir das natürlich immer so hin. So, und dann schneide ich das einmal hoch. Ja. Dieses kann man natürlich immer basteln. Und nicht nur zum Vatertag. Aber ich denke, das passt ganz gut. Zack, dann sieht die erste Seite, wenn sie losgeschnitten ist, so aus. Genau, hier schräge ich ein wenig ein und hier schräge ich auch ein wenig ein.
und schneide bis zum Ende. So, dann nehme ich mir die Seite wieder, da wo die 10 cm gefalzt wurden. Einmal so, dann gehe ich jetzt hier rüber. Zack. Und hier lang. Und dann habe ich das auch geschnitten. Und das mache ich jetzt hier an der Seite auch nochmal. Dann schneide ich hier einmal hoch. Und dann einmal hier lang. Na? Genau, dann hier wieder anschrägen. Dann einmal hier wieder hoch. Ja, diese Box kann man auf alles, was man verpacken möchte, was man mit so einem, ich nenne es jetzt einfach mal 3D-Rahmen verbasteln möchte, kann man sich das ausmessen und zurechtschneiden. Und ich habe das jetzt eben angefertigt für das Fläschchen. Genau. So. Zack, zack, zack. Stücke nie. Ja, doch. Die behalte ich immer noch. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. So, jetzt sieht das einmal so aus. Genau. Und jetzt falze ich das einmal. Alle Linien nachfalzen. Das sieht wirklich kompliziert aus, aber das ist ganz einfach gemacht. Alle vier Seiten, alle vier Falzlinien nachfalzen. So. Und ich denke mal, das ist eine schöne Idee, so als kleine Beigabe. Genau, jetzt drehe ich mir das einmal um. Drehe mir die Stücke alle nach außen. Und hier außen kommt jetzt überall doppelseitiges Klebeband drauf. Gebe ich mir außen drauf. Na, so. Zack. Und hier noch. So. So, also anfangen tue ich dann mit der langen Seite. Dann gehe ich einfach hin und knicke mir das dann ein, sodass der Klebestreifen unten auf dem Boden drauf so quasi. Ich hoffe, schwarz ist dann natürlich blöd, ne? So, der Klebestreifen ist jetzt hier auf dem Boden drauf. Und so mache ich das dann auch mit der anderen Seite. Und klebe das so fest. So hat man dann schon den Rahmen fertig. Jetzt teste ich mal bei meinem Glück, wo ist denn das Zauberfläschchen. Doch, das sah jetzt so schmal aus. Da hier mache ich auch einmal die Strippen ab. Und dann gebe ich hier auf die Kante, entweder gebt ihr da Flüssigkleber drauf, hier quasi auf dieses
Dreieck oder auch doppelseitiges Klebeband. Das ist euch, bleibt euch überlassen. Und dann gebe ich das einmal hoch. Da muss ich nämlich innen das einkleben und gucken, dass der Rand auch festklebt. Muss ich also ein bisschen eindrücken. So. Seht, also nur nicht zu früh loslassen. So, und das machen wir mit der Seite auch. Einmal losmachen. Hier auf die Seite. Da habe ich doch einen zu früh rüber geschnitten. Wartet mal. Das ist doch ein zu früh. 1, 2, 3. Jetzt mach mich nicht schwach. Ne, richtig. Jetzt hat mich das wirklich, hat mich das jetzt aus dem Konzept gebracht. So. So hoch, genau. Nach innen rein. Ja, das ist eine kleine Frickelarbeit, aber das schaffen wir. Zack. So, auch hier wieder alles nochmal andrücken. Festdrücken. Sehe da auch mir nicht passieren Fehler, aber wo du denkst, hä, irgendwie sieht er doch ein bisschen anders aus. So, noch ein bisschen zusammen, damit der Flüssigkleber haftet. Genau, und schwuppdiwupp hat man ein Bettchen dafür gebastelt. Und jetzt basteln wir dafür den die Banderole. Genau. So. Legen wir einmal darüber. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, ich habe überlegt, dass ich den gerne bestempeln möchte. Jetzt muss ich noch mal eben ein Blatt. Ach, nehmen wir das hier als Unterlage hinlegen. Und zwar möchte ich. Wo haben wir das? Da. Gucke ich gerade, welches nehmen wir den hier, genau. Mal da drauf, Abendblau, und dann stempel ich mir das da einmal wild drauf. Dann gehe ich dann auch über die Falzlinien drüber, aber ich werde das allerdings einmal abstempeln. Ich teste mal selbst einmal. Da kann man die stärken. Da seht ihr mal, wie viel, wie gut die Farben sind. Ne? So, jetzt nochmal, welche Nuance möchte ich? Ich glaube, ich nehme die dritte. Einmal. Zweimal und dreimal. Da gehe ich auch hier so rüber. Also das muss ich ja wirklich sagen, das ist wirklich super. Und natürlich auch an den Seiten und eben unten drunter, und ja, ist ja eben halt
eine Banderole, die geht ja rundrum. Zack. Hier kann man notfalls, entweder ist das gut oder man macht hier noch so ein, als wenn das hier anfängt und da aufhört. Genau, so lasse ich das jetzt. Übertreiben, auch wenn es Spaß macht, wollen wir nicht. Genau, das sieht jetzt einmal so aus. Dann falze ich das einmal. So, und das ist unsere Klebilasche. Mal noch gucken, ob das alles so funktioniert und ist, wie es soll. Ja. Lieber noch einmal nachdenken, bevor man nicht klebt oder schneidet. Und das war dann doch falsch, ne? Deswegen habe ich gerade überlegt, ob ich das falsch geschnitten habe. Drücke ich mir dann einmal hier so fest, schiebe mir das so rüber, genau, dann streiche ich da drüber, bis der Kleber angezogen ist. So, dann hat man schon die Banderole fertig. Und ich finde, die ist ganz schön geworden. Also ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. So, jetzt lege ich das einmal Probe. Zack, genau. Das alleine gefällt mir schon. Dann sieht man wahrscheinlich mehr davon, oder? Ja, sowas kann man immer noch. Man kann alles testen. Schlimmer ist, wenn du klebst und dann sagst, nee, hätten wir doch mal ohne getestet. Nee, ich glaube, ich nehme das blaue da drunter. Aber ich stempel mir einmal hier was drauf. Und zwar, jetzt muss ich erstmal selbst gucken. Ich bin ja auch jemand, wenn ich hier bastel, ich muss immer die Stempel einmal abdrucken, damit ich auch weiß, ob ich sie richtig rum habe. Weil mir ist das einmal passiert und dann lege ich mir die so hin. Genau, mir ist das einmal passiert, dass ich auf einer Karte falsch rum gestempelt habe. Genau, fangen wir an mit Mein lieber Papa. Ja, und das ist dann blöd, wenn man dann eine Karte versaut, weil man den Stempel falsch rum hatte. Jetzt muss ich mir einmal gucken. Bei meinem Glück dadurch, dass ich ja nicht frontal gucken kann wie sonst. Ja, ist das sehr gut geworden. Stempel natürlich sauber machen. Mein lieber Papa. Du bist der Beste. Und jetzt, dieser Tag gehört dir. Da machen wir dann hier so ein Schrächen. Zack. So, und jetzt gucke ich noch und nehme mir einmal Blutorange. Und einmal aus dem Regal holen. Einmal Blutorange. Und dann ist da noch so ein Herzchen bei. Stempel euch den auch einmal ab. Zack. Das möchte ich noch hier irgendwo zwischen stempeln. So. Jetzt überlege ich gerade, wenn man das einmal hier oben noch stempelt. Und
Das sieht doch, sieht das kitschig aus. Oh, wenn ich einmal beim Stempeln bin, ne? Da geht das rund. So, jetzt ist aber gut. Jetzt wollen wir nicht übertreiben hier. Mein Papa weiß auch so, dass ich ihn lieb habe. Genau, jetzt überlege ich nur, ob ich das schon hier 3D drauf klebe. Oder klebe ich das so auf? Auch machen wir 3D. Kommen da Menschen als drunter. Ihr seht also mitten im Video, und so ist das bei mir auch sonst, überlege ich noch ganz oft, wie ich was machen kann. So. Zack, einmal hier drauf und das klebe ich auch einmal. Es kommt hier einmal mein Kästchen rein. Genau. So, eins noch in die Mitte. Zack, zack. Und der letzte. So, und komm dann einmal. Wenn er dann richtig sitzt, einmal festdrücken. Ja, und ich finde, das ist eine sehr schöne Überraschung und ich denke auch mal eine sehr leckere. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich wünsche euch einen schönen Tag. Vor allen Dingen an die Frauen und Männer, die nicht feiern, einen kreativen Tag. Und was heißt feiern zu der Zeit, ne? Aber die sich gut gehen lassen. Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen schönen Tag, eine kreative Zeit und macht das Beste draus. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!